Hallo und herzlich willkommen zu White News. Fangen wir mal gleich mit dem ersten Thema an. In Brandenburg wurde mal wieder ein Wolf erschossen. Dazu kommt noch, dass der Wolf seinen Kopf abgetrennt bekommen hat. Als Trophäe. Bin ich der Einzige, der das anormal findet oder was? Einen Wolf zu töten, ihn dann den Kopf abzuhaken, um ihn dann als Trophäe an die Mauer zu kleben, zu hammern oder was auch immer. Das ist abartig, das ist krank. Aber in diesem Fall gibt es dann auch wieder mal eine gute Nachricht. Das Landesumweltamt und die Kriminalpolizei ermitteln in diesem Fall. Die Leiche der getöteten Wölfin wurde obduziert und die Munitionsspuren könnten einen Hinweis auf den Täter geben. Und ich persönlich hoffe, dass dieser Täter gefunden wird und dass er seine gerechte Strafe kriegt. Tierschützer aus der ganzen Welt haben jahrelang dafür gekämpft. Und nun ist es soweit. Nachdem die EU Italien am Europäischen Gerichtshof in Millionenhöhe verklagt hat, ab dem 2. Dezember wurde der Vogelfang offiziell in Italien verboten. Und das, Leute, verdient natürlich den Daumen hoch der Woche. Aus Amerika kommt mal wieder eine unglaubliche Geschichte. Stellt euch mal vor, ihr geht durch den Zoo. Und plötzlich seht ihr so einen riesengroßen Löwe vor euch. Was würdet ihr machen? Also ich weiß nicht, wenn vor mir ein riesengroßer Löwe stehen würde. Ich glaube, ich würde... Ich weiß nicht, rennen geht nicht, also die sind ja schneller. Also keine Ahnung, was ich machen würde. Aber mein Herz wäre wohl nicht mehr da, wo es hingehört. Aber gut, einem Dackel ist das so ergangen. Und das schon seit 5 Jahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Dackel, ein Hund und ein Löwe sind seit 5 Jahren dicke Freunde. Und die sind unzertrennlich. Und was es mit alles so in der Welt gibt, schaut euch das Foto mal an. In der letzten Folge haben wir schon drüber geredet, dass der Mensch das größte Artensterben seit Aussterben der Dinosaurier verursacht. Nun, die schlimmsten Verlierer von diesem Artensterben sind die Elefanten und der Zwergschimpanse. Und durch den Rückgang des arktischen Packeises nun auch der Walross. Aber es gibt auch Gewinner, Arten, die sich wieder erholen. Und zwar darunter der Elch, der Blauwal und der Berggorilla. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch hier. Wenn euch das Thema gefällt und ihr euch für Tiere und Naturwelt interessiert, dann abonniert mich doch. Es würde mich sehr freuen und würde mir natürlich auch sehr helfen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.